So, schönen guten Abend, da sind wir, die bauen hier schon wieder Scheiße im Discord. Schönen guten Abend, Frau Starredraht. Hallo. Schönen ersten Weihnachtsfeiertag gewünscht, auch wenn du nicht magst, aber trotzdem. Ebenfalls. Gebührt dir Respekt. Danke. Lordi, schönen guten Abend, schön, dass du dabei bist, auch dir einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Aloha. Nein, falsch. Aloha, hat sich alles entmutet, funktioniert alles, sieht alles schick aus, oder? Bin ich zu sehen? Du bist zu sehen, du bist zu hören, es passt. All klar, wir waren da, schönen Abend noch, wir sind wieder weg. Wieder. Mal kurz mein Handy ans Laden schließen und dann können wir eigentlich, aber eigentlich auch schon anfangen. Aber Lordi, was war eigentlich von dem Typen letztens seine Mission? Der kommt drin, sagt, dass wir angeblich in der falschen Kategorie sind, obwohl wir in der richtigen waren. Ich hab mich mal schlau gemacht, wir waren in der richtigen Kategorie und danach kam nichts mehr. Was war das für ein Typ? Wichtigmacher oder was? Wahrscheinlich. Benny, vielen Dank für deine 500 Kanalpunkte. Schönen guten Abend, auch dir einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Wie dich? Oh, Paddy. Paddy, noch hat er nichts geschrieben. Er hat mich nur erschrocken mit dem Gewitter. Gewitter. Gewitter, wo soll's denn hin? Neues Gewitter. Egal, die Russen Hallo! Sind da. Ditches Gaming Welt, vielen Dank für 100, was sind das, 100 Kanalpunkte oder was auch immer, die da eingetragen sind. Schönen guten Abend, schön, dass du auch da bist. Bin wieder weg, haut rein. Warum bist du schon wieder weg? Warum haust du immer wieder ab? Was ist los mit dir? Klingt der Schweinebraten schieb oder was? Warum haust du denn schon wieder ab? Bleib hier. Wenn du mitmachen willst, machen wir hier Dings. Wie heißt das? Ja. Scheiße, Wortfindungsstörung. Was? Wer? Sorry, keine Lust zu reden, hauste. Kein Bock. Ja, schreib doch mal anständig, Penny. Wir können da nichts für deine Laune. Schreib doch mal anständig, hauste. Sag mal, bist du hier im Ghetto oder was? Bleib geschmeidig. Wenn du keine Lust zu schreiben hast, warum kommst du denn erst rein, du Knalltüte? Bleib hier und red mit uns. Schreib mit uns. Hab die nicht mal so. Schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Ditches Gaming Welt, das wünschen wir dir auch. Schön, dass du wieder da bist. Ich grüße euch, meine Lieben. Ich hoffe, bei euch ist alles super. Ja, bei uns ist alles prima, mein Großer. Willst du eine Runde mitmachen hier? Battle Royale, jetzt habe ich's. Battle Royale, dann müssten wir ins Battle Royale wechseln. Dann hätten wir 4. Wenn ihr nicht mitmachen möchtest, was auch okay ist, dann nehmen wir ins DMZ. Mhm. Wie beliebt ist dir, lieber Herr Trickpad? Trickpad. Hab dich ein wenig gerollt, hab keine schlechte Laune. Ja, aber die Ansage, die war schon grenzwertig, Paddy. Die kannst du im Discord machen, aber bitte nicht hier im Stream. Das funktioniert zum 1. April, aber so nicht. So was machen wir hier nicht, ne? Für dich gibt es keine 3 Runden und dann nochmal rückwärts. Für dich gibt es heute nur vorwärts. So ein Ding ist das her. Ich bin gerade noch am Futtern und überlege es mir noch. Okay, dann starten wir erstmal mit einer Runde DMZ durch. Zack. Guck mal, solange OBS noch funktioniert, switch mal um. Egal, Mitty kriegt das auch Gronkh noch auf der 27.1 OBS-Version streamt, weil bei ihm auch nichts funktioniert in der neuen. Okay. Also ich mal ganz stark davon aus, dass die Alerts, die so blechern klingen, dass die tatsächlich durch die neue OBS-Version kommen. Weil davor hatte ich die Probleme mit diesen blechernden Alerts nicht. Spielt erstmal zu dritt. Wir machen erstmal Flotten 3 und dann kannst du gerne dazu stoßen. Leute, stellst du das Spiel um oder soll ich das schnell über das Handy machen? Wartet jetzt ein Ja oder ein Nein? Iwawawa. Iwawa. Wiwa. Ich hab gerade keine Hand frei. Ach Gott, ich hab die Finger aus der Hose. Was macht er bloß wieder? Ich kann es auch gleich über Handy machen, das ist kein Problem. Wir sind hier nicht hier in irgendeiner Family, wo sich die Moderatoren in Pläne eintragen müssen. So, mal schnell die Brille putzen. Wo ist meine HANDY, mein mobiler Kommunikationsapparat? Da ist er. So, wo haben wir jetzt? Dem Info bearbeiten. Ja? Oh. Da haben wir es. Zack. Ich war gerade fertig mit Tippen. Ne, den schick doch ab, Nee, alles gut. Schick ab. Ich probier's beim nächsten Mal. So,
Dann haben wir das erstmal umgeschaltet. Und dann können wir rein in die Olja. Was machen wir dann da? Mal gucken. Olgern. Ah. Erstmal wird geguckt, ob ich hier was gratis habe. Vorher gehe ich nirgendwo hin. Die Nummer wieder, ja? Nehmen wir die noch mit, nehmen wir den mit und dann nehmen wir noch unseren Munitionsgassen mit. Sind uns den Schlumpen soweit bereit? Lodi ist noch ja nicht da. Ich überlege immer noch, der Mikrofonarm anfängt zu quietschen. Der kann eigentlich ja nicht. Wie die 40 regelt. Ja, aber dann ist Öl besser als WD-40. WD-40 ist mehr ein Löser als ein Ölmittel. Ne, am besten ist immer Silikonöl. Silikonöl. Oder ich glaube mir von Paddy die Vaseline. Was? Kriegst du im Baumarkt Silikonöl. Apropos Paddy, ich habe vergessen, dir Newton Appetit zu wünschen, wenn du noch am Essen bist. Ich wünsche dir Newton Appetit, Paddy. Respektlos von mir. Und der Chat hielt schon wieder nicht um OBS. Warum? Ich rieche irgendwie schon wieder die ganze Zeit Knoblauchbrot. Ist die Hände nicht gewaschen nach dem Essen? Nee, das kommt von unten, zieht das nach oben. Aber ich nutze doch keine Vaseline. Aber warum geht denn der Chat im OBS schon wieder? Gestern hing er noch, ne? Gestern hat er noch funktioniert, heute will er schon wieder nicht. Ach, jeden Tag ist irgendwas Neues im Stream, ne? Die wird doch gar nicht ausgewählt, die Alte. Ich warte nur auf die. So, Ja? Da ist er. Siehst du wohl. Also, und danke für den Appetit, aber mein Kater war gerade scheißen, geile Kombi essen und dessen Duft. Ja, fühle ich. Scheißen. Dein Kater war gerade auf Klo, Paddy. Im Stream müssen wir ein bisschen andere Sprache anschlagen als im Discord. Kennst du doch, Paddy. Er war gerade knetern. Knetern, kacken, knödeln. Es gibt immer noch Leute da draußen, Paddy, die uns nicht mögen, die nur auf sowas warten, das weißt du doch. Abkütteln. Zum Beispiel. Im Discord kannst du so schreiben, da ist mir jetzt vollkommen Rumpfe. Ich dachte, du sagst jetzt, dass du im Discord abknetern kannst. Ich kann ja für Benny noch eine Klorolle machen. Was musst du auch essen, während dein Kater auf Klo geht? Du bist doch selber schuld. Wird sich doch mit ihm absprechen. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Manchmal hasse ich dich so ein bisschen, ne, Frau Stacheldraht? Manchmal hasse ich dich so. Ja, aber, hab doch was anderes geschrieben und nicht das blödes T9. Wir haben im Übrigen auch ein T9-Emote, ja? Genau für solche Fälle. Weil ich hab wieder mein Emote vergessen. Schande über dein Haupt. Ja. Panzerbrechend? Ja, panzerbrechend. Ich betrüge das Spiel jetzt ein wenig. Probier ruhig. Boah, du Cheater, ey. Jetzt. Ich hasse dich so sehr, ne? Ich hasse dich so abgrundtief. Eigentlich sollte da Scheißhalle stehen. Ach so, okay. Dann habe ich. Ich kann das gar nicht. Dann habe ich nicht gesagt, Billy. Ich kann gar keine zweite Waffe mitnehmen. Das ist aber Schüttelmanädel. No, siehst du? Dafür brauche ich einen zweiten versicherten Platz. Also wenn ich euch im 10-Minuten-Takt hier so ein neues Jahr wünsche, hier in Neukölln explodiert schon an allen Straßen, Ecken und Kanten und wird geschossen und geballert. Also im 10-Minuten-Takt, ja. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Bei uns auch. Lauter Verrückte. Die müssen ja alle Kohle haben, also irgendwie von der Inflation merkt man diesbezüglich nicht so wirklich viel. Kohlenböller sind billiger. Wahnsinn.
Ich schaue aber nie in diese Emotes rein, nutze meist die Handy-Emotes. Guck mal bei uns in den Emotes drin, wir haben tolle Emotes. Ja, wir haben sehr tolle Emotes. Hm. Der ist aber ab Dienstag wieder raus, Frau Stacheldraht. Erstmal abwursten da drauf. Was kann da jetzt der Grinch dafür? Ja, alles Zeug aus Polen und Tschechien, verdammt laut und hell und nervig, weil es einfach zu früh ist. Ach naja, mein Gott, lass er doch ihren Spaß da draußen haben, ist doch scheiße, ja. Das Leben ist doch ernst genug, Patty. Nicht immer so Muffelzahn sein. Also bei uns hat heuer die Stadt umgestellt auf eine Lasershow statt Böller und Feuerwerk. Ich verlasse mich nur auf das deutsche Knallzeug. Stellen die Deutschen überhaupt noch Knallzeug her? Ich wollte gerade was sagen, aber ich lasse es lieber so. Ja, ich auch. Wow. Ich lasse auch stecken. Nee, das Polenzeug, was hier noch geht in Leipzig, das ist einfach zu heftig. Ja, schon, aber kannst du dir sowieso nicht verhindern. Kannst du sowieso nicht verhindern, Petty. Ich schmeiße mal C4 zu Silvester. Ich Thermit, das putzelt so schön nach. Sind ja nur 3000 Grad. Jo. So. Rechnet mit Kontakt. Frohes Sterben. Jo. War nett mit euch, die zu haben, und wenn es nur zusammen Hubschrauber war. Mich an. Ich bin ein Lord. Ja, meiner aus den Bergen ist wieder zurück. Warte. Zack. Opi, hast Flashback. Passen, danke! Gaming, vielen Dank für deine 200 Bits im Alert. Vielen lieben Dank, und das war auch sehr passend gerade. Splash94, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Oh, Verzeihung, tut mir leid. Ui, nicht raus, nicht raus! Nein, hatte ich nicht vor, ich wollte dir nur die Tür vor der Nase zumachen. Wie frech? Meinst du mich? Die Tür vor der Nase zumachen, wie frech? Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr aus Versehen passiert. Mhm. Meine Alerts wollen auch nicht anspringen. Splash94, vielen Dank für dein Follow. Fühl dich wohl hier bei den Schlumpianern im Schlumperium. Fühl dich wohl. Genieß das Chaos. Genieß die Noobhaftigkeit. Nichts funktioniert nach Plänen. Unsere Theoriepläne sind die besten, die dippt auf Jans Twitch. Aber die Praxis sieht dann anders aus. Wo kommt denn jetzt dieser Ton her? Warum wollen meine Alerts heute schon wieder nicht? Ich weiß nicht, die trollen dich, glaube ich. Ich glaube auch, die sind in der Weihnachtspause oder so. Ein Weihnachtsstreik. Normalerweise kommt ein super geiler Alert, aber irgendwie, ich denke mal, der wird wieder zeitversetzt kommen. Tippi-Stream wird wieder Kopfschmerzen haben oder so. Wie ist denn jetzt hier runter, verdammt, hier? Hier ist ein Herzschlagsensor drin, wenn den einer braucht. Ich habe einen mit. Warum auch immer der Herzschlagsensor im Erste-Hilfe-Kasten drin ist. Importierter Tee. Wer ist hier ein Gourmet? Ein Gourmet mit Tee? Ja, daran musst du dich gewöhnen, Splash. Bei uns ist Chaos, gute Laune. Wir sind auch einer der ganz wenigen, wo die Wand denn ab und zu mal backt. Die auch ein Lachfleisch kriegen, wenn sie denn mal sterben. Also bei mir ist es zumindest so. Und Lordi läuft schon wieder rum wie ein Gebüsch. Warum auch immer. Meine Kleine. Nicht mehr dein Gebüsch. Nee. Ich weiß nicht, meine hier ist ein Schlüssel. Was? Einkaufszentrum. Ja, denn hinter. Ich will shoppen. Komm. Ich will Spekulatius haben. Die Frage ist nur, wo ist das Einkaufszentrum? Mit diesen Mädchen shoppen gehen. Ach. Da ist das Einkaufszentrum. Bitte? Was? Oder? Ja, dann hinter. Entweder ist das Einkaufszentrum oder das. Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass da noch eine Tiefgarage mit bei war. Da steht ein Auto, das schnappen wir uns und dann fahren wir dorthin, hä? Stachelchen und Lordi, ich weiß, warum der erst dann die ganzen Autos in der Tiefgarage gesammelt hat. Ja? Der wird wahrscheinlich die Mission gehabt haben, dass er die Autos kaputt machen muss.
bin nicht fahren. Meinst du alle sammeln und dann bumm? Genau. Gut, hinter mir Büsch sitzen ist kontraproduktiv. Mir wird hinten schlecht, es tut mir leid. Deswegen ich fahr. Ja, du fährst. Bing, bing. Ja, mal voll tanken, bitte. Sind wir schon da? Ich hab Hunger. Ist kalt. Und ich muss pipi. Ich steig da nicht schon wieder aus. Ich muss mir die Hartbremse heute echt mal umlegen. Wenn wir wegen dir wieder verrecken, du, ne? Ah, halt euch die Waffel da hinten. Halt den Gusch da. Ah ja. Au. Du fährst wie Schwanz, ne? Du fährst wie Schwanz. Paddy, was gibt es bei dir überhaupt zum Essen? Dass du im Essen vertieft bist? Erzähl mal. Püree. Was? Geil, Schwolb ansaugen. Bunk. Nudelsalat. Selber gemacht oder gekocht? Nein, da ist schon wieder einer. Viele Leute hier auch rumlaufen, das ist ja nicht mehr normal. Ja, das alle im Feiertag, oder? Selbstgemacht natürlich, die gekauften mag ich nicht. Aber die gibt schon leckere, kaufbare Nudelsalate tatsächlich. Die gibt schon leckere, aber die sind halt ein bisschen was teuer dann. Schmecken da, aber nicht. Doch, gibt doch welche, die schmecken. Doch. Nicht alle, die kaufte, ist schlecht, Kinders. Aber gestern hingen die Alerts doch noch, oder? War mir nicht so? Okay. Weiß nicht. So wie ja. Das ging alles. Jetzt kommt der Alert für dein Follow. Liebe geht raus an Splash94GHGXD. Und damit nochmal Splash. Vielen Dank für dein Follow. So 10 Minuten später kommt der Alert. Vielen lieben Dank. Hui. Hui. Sind wir bald da? Ich muss pipi. Ich jetzt nicht mehr. Haben wir eine Kotztüte mit? Nimm ein Handschuhfach. Das weiß ich nicht. Mir sind die fertigen etwas zu saurig und zu fettig, aber gebe dir recht. Es gibt auch leckere Fertigsalate, das stimmt. Genau. Meistens ist es bei diesen Billigdingern tatsächlich so. Ich habe mir mal vor kurzem so eine Käselauchsuppe mal geholt, weil für mich alleine so einen großen Topf Käselauchsuppe machen lohnt sich nicht. Und da ich mir mal so eine Abbildung. Was ist das nicht? Was? Nee, das ist ein kleineres Einkaufszentrum. Und die war wirklich sehr, sehr säuerlich, ne? Also, uah. Die war wirklich sehr unangenehm. Fahr doch einfach und lass das Auto, Jans, Mensch. Fahr doch einfach. Verzeihung. Das sieht gut aus. Ja. Da, wo das wir gestern mit Gwen waren, war? Rubrik wartet, oder? Mhm. Aussteigen? Ja. Gut, hey. Hier ist aber die Tür schon offen. Dann ist schon wer drin. Vermehrte Aktivität bei deiner Position. Feindliche Operator haben einen Waffenkoffer gesichert. Die Positionen werden auf der Taktikkarte angezeigt. Hä? Nee, das ist ja gar nicht das. LOL, ich konnte nicht erschießen. Warum? Ich bin down. Wo ist der? Ich bin auch down. Ja, die ging gerade nicht zu erschießen. Ich habe den 5 Kugeln mit der Schrotflinte mitten ins Gesicht gedonnert und nichts passiert. Okay. Kommt, glaube ich, immer auf den Hersteller sowie den Geschmack jedes Einzelnen drauf an. Ja, das stimmt wohl, Ich verblute ja mal in der Ecke. Alles gut.
Ich kann leider nicht durchs Fenster krabbeln, Lodi. Ja. Ich komme gleich. Ich habe hier gerade noch... Nicht sterben. Das wird schon wieder. Hey, na? No. Aber komm nicht wieder mit deinem Hello Kitty-Pflaster an. Oh. Ich lieg hinten. Ja, da hinten lieg ich. Da, da. Hat sie sehen? Du schaffst das. Ich glaube, da kommen Spieler. Ja, schön. Oh, Zimti, dein Stuff liegt da im Rucksack. Ja, ja. Lass ihn bloß liegen. Dann rennen wir hier gleich ins Haus rein, oder? Also ist auf jeden Fall irgendwer bei dem Rohan, der gerade gegen die Bots gefightet hat. Und dann ab nach oben ins obere Stockwerk, würde ich sagen. Ich habe aber keinen Snipper dabei. Da steht wieder mein Hammer. Da ist gerade ein NPC durchgelaufen. Schuss sind aber nicht viel. Und wenn du triffst, schon. Ich habe eine verschlüsselte Festplatte für 5000 gefunden. Find ihr? Neues. Eine verschlüsselte Festplatte? Eine verschlüsselte Festplatte, ja. Eine verfeste Platte? Hm. Oh, der hatte die Waffe, die ich auch dabei habe, das MG. Ui. Irgendwer hat aufs Auto geschossen. Draußen landet ein Heli. Wollen wir weiter oder wollen wir hier bleiben? Wir sollten vielleicht weiter. Wie sehen wir nochmal rumgucken und was schmeißen, wa? Ich muss gleich schon das erste Mal Muni schmeißen. Ach, da hat wieder eine Täuschgranate geschmissen. Bist du ins Treppenhaus hoch? Ultra 1, gesteigerte Aktivität im Gebiet. Ja, dann ruf aufs Dach, ne? Ruf aufs Dach. Oh Gott, da ist gleich wieder eine Kotztüte. Ui. Ui. Oh, wer ist er denn? Weiß nicht, hat sich nicht vorgestellt. Muss ich dem erstmal auf die Fresse hauen? Welch weit ihr Treppenmeister? Seid ihr ganz hoch oder in die Türen? Nein, wir laufen ganz hoch, glaube ich. Gott, das ist ja übel, ey. Oh, Augen zu machen. Oh. Ola also, und Happy gleich? Weihnachtsmann und so. Happy Birthday. Frohe Weihnachten wünsche ich dir. Frohe Ostern. Und einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Happy Birthday, wollte ich sagen. Oha. Frohe Ostern. Oh, sind wir schon da? Ja, oh Gott. Wie hoch ist denn diese Treppenhaus? Sind wir im Trade Center oder was? Viel zu hoch. Boah, ich bin oben angekommen und jetzt sag nicht, wir springen jetzt wieder runter. Hey, ich glaub, es... Ja, was? Ich verrate euch was. Was denn? Bleib nee, oder komm. Ah, leck mich am Arsch, ne, oder? Komm da welche hoch? Ich hab da gerade was gesehen. Aua. Komm da welche hoch? Die zu uns? Nee, aber man kann sich da vorstellen und F drücken und dann steht da ganz groß Fahrstuhl rufen.
Wow. Ach, geht auch scheißen. Entschuldigung. Und du kannst sogar von hier aus ins Erdgeschoss fahren. Ich fühle mich jetzt ein bisschen gemobbt. Und der Hubschrauber, der da steht, ist weg. Der da sonst steht. Oh, Munition. Sehr schön. Meine Lunchbox hingeschmissen. Oh, das schmeckt. So, Leute, wat nu? Ich hab keine Ahnung. Wo war jetzt das Einkaufszentrum? Ja. Das war hier bei uns, direkt ums Eck, wo wir gestern mit Dings waren. Ja, wo ums Eck? Ja, warte mal, ich suche gerade. Zili! Zili, hallo, frohe Ostern, schöne Pfingsten und Sommerferien sind auch bald wieder. Zili, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Gute Gesundheit und langes Leben. Weil da drüben, da ist die Tiefgarage. Wo der jetzt die Autos gesammelt hat. Also da hinten sind Real-Life-Spiele. Wo? Oh. Ja, wo gerade der Heli runtergeht. Können wir ein bisschen penetrieren, weil so schnell kommen die hier nicht hoch. Da, an der Tanke da unten. Er fängt an zu schießen und meine Munibox fällt auseinander. Zili, schönen guten Abend, schön, dass du da bist und einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag gewünscht. Wo war jetzt, oder war das da das Einkaufszentrum? Das, was ich markiert habe, ist der TV-Sender. Also wir haben noch knappe 10 Minuten Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen, Leute. So, auf jeden Fall laufen da ganz viele NPCs da hinten herum. Ich muss mal zum Shop. Was hältst du davon, wenn du mal zum Shop gehst, Lordi? Ich glaube, wir gehen mal mit. Oder? Wink mit ein wenig Bewegung aus dem Fresskoma. Ihr springt jetzt runter? Freilich. Oh, Schmugglerware ist aber ganz schön wenig drin, ne? Zu Weihnachten gibt's wohl nicht so viel. Ja, in der Tat, das ist wirklich wenig. So, verticken die Festung. Scheiße, ich brauche noch ein bisschen, dann habe ich eine Sniper. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen, Simti? Ich habe genau so viel Geld für eine Waffe. Ich brauche noch 1000. Ne, 500 brauche ich noch. Warte mal. Auto fährt in eure Richtung. Biegt ab. Wenn du mir sagst, wie ich jetzt, warte mal, Geld. Aus dem Rucksack. Da hast du was. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist. Nee, die da fahren. Licht. Lodi. Die fahren weg von euch. Das sind 500. 500. Genau passend gewesen. Was ist da? Zack, und schon habe ich die dicke Sniper. Da. Nee, die Jungs fahren weg. Ich gehe dabei gucken. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein. Da steht auf jeden Fall Yum Yum drauf. Kaffeekorner. Das... Na, aber das sieht aus, als wenn man da so rein kann, oder? Ja. Ja. Also das hier ist definitiv nicht der. Ach, hier ist das Yum Yum Burger Hinterzimmer. Liegen einfach mal 12. 12 im Kühlschrank, das ist gut. Und nochmal 800. Das Gegner oder? Ich kann es von hier oben nicht erkennen, das sieht aus wie ein NPC. Weil die Jungs, die an der Tanke sind, die sind weggefahren, die sind auf der anderen Seite der Map mittlerweile. Hey, jetzt rennt er da rein. Hab ich gerade ein Auto gehört oder bin ich doof? Guck da jetzt mal rüber, was das da ist. Wo ist denn der nächste Exfiltrationspunkt? Da, okay. Aber das ist...
Eieieiei. Nix gut? Hier kriegt man ganz schön auf Maul? Hier stehen so ein paar Mannequins dran. Ach, das ist die US-Botschaft. Nee, ich glaube, das ist auch nicht das Einkaufszentrum. Ich habe keine Platte mehr. Das ist aber scheiße. Ich höre es, aber ich sehe sie nicht. US-Botschaft. Die Karte kannst du mal mitnehmen, oder? Die US-Botschaft hat einen eigenen Schlüssel. Nein, die Karte für das Einkaufszentrum, die kannst du doch mitnehmen, oder? Den Schlüssel, ja. Was siehst du, machen wir Einkaufszentrum nächste Runde. Ja, dann müssen wir aber jetzt raus, weil sonst geht das wieder alles flöten, ne? Ja, dann gehen wir raus. Ja gut, da ist der nächste Exit. Ja, dann gehen wir dorthin. Ist das Auto markiert oder den Exit? So, warte mal, ich muss mal eben Muni schmeißen, weil sonst geht das wieder daneben. Da ist gerade ein Heli gelandet. Wo müssen wir hin eigentlich, um Gottes Willen? Auf da. Ping. Da lang müssen wir. Ja, Ping ist gerade im Schielen verschwunden. Lodi, kommst du? Ja. Ach, ich bin drei. Ich dachte, Opi ist wieder blau. Wow, danke. Wartet auf mich, ich komme da schon irgendwie raus. Ich bin gleich da. Oh, hier ist Wasser. Oh, hat das schöne Auto, sehr schön. Schönes Auto, Tuff. Soll ich dich wieder erschrecken? Nein. Okay. Das ist so schön leise, ne? Ich will da trockenen Fußes hoch, rüber. Unter 1, Achtung, der Wind nimmt zu. Was machst du denn hinten, Lordi? Musst du mit dem Boot darüber? Wir kommen da nie wieder raus. ...71% Akku. Jetzt haben wir nicht mal aufladen können vorher. Hallo, das ist ein Vorführmodell. Ein Jahreswagen. Oh oh. Okay. Oh oh. Da ist ein Spieler am Schild. Bis der nachlädt. Hinter euch ist einer. Ja. Auto. Ja. Ach Gott, ich sag's euch ja. Wir halten uns immer viel zu lange mit Scheiße auf. Ich bin mit dem Nachladen gerade nicht gleichkommen. Das stimmt nicht, wir nehmen nur die falschen Exits. Nee, wir scheißen immer so lang mit irgendwelchen Suchaktionen rum, dass wir uns vorher Gedanken machen, was wir machen könnten. Das ist eigentlich. Woran hat's gelegen? Haju, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat sie lehnen? Ich sag immer, na gut, ich sag mal so. Ich hab immer noch schließe eine Vorwege-Zerstören-Mission ab und öffne einen Safe. Nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat sie lehnen? Und sollten wir vielleicht einfach mal. Fragt man sich immer, woran sie lehnen hat. Nachgehen. Gaming-Welt, vielen Dank für deine 200 Bits. Vielen lieben Dank. Die waren jetzt sehr passend. Woran hat sie lehnen? Die waren wirklich sehr, sehr passend gerade. Ich bin mit dem Nachladen hinterhergekommen. Entschuldigung, sorry. Da wird nichts gesauit. So. Ich kann mit der Waffe irgendwie nicht so richtig spielen. Die ist ja, cool. Ja, immer Ausreden. Wir haben es einfach verkackt, so sieht's aus. Würde ich jetzt so nicht sagen. Wir müssen den anderen ja auch mal eine Chance lassen, sonst kommen wir ja in keine Lobby mehr rein. Tja. Du
Es lag daran, weil ich ein Gebüsch war. Die haben was gegen Gebüsche. Das glaube ich auch. Das waren keine Klimakleber. Die wollten mir den Kopf absägen. Jetzt mach ich mal ein Stück Schuhe. Kann ich mal eben Pipi gehen? Ich bin gleich wieder da. Ganz zu tun. Und ich habe mich gerade schon darauf eingestellt, dass ich meine Waffe mit rausnehme. Ne? Ach, du auch? Ja. Komisch, ich auch. Aber irgendwie habe ich die nicht mitgekriegt. Irgendwie habe ich die vergessen. Passiert. Passiert einfach mal, ne? Ach, die 60.000, die 60.000 habe ich schon, hätte ich die Mission umstellen können. Na egal. Aber ich könnte euch sagen, wer unsere Waffen jetzt mit rausgenommen hat. Ja, und 100% nicht die Sniper hat er mitgenommen. Und meine Fennec wahrscheinlich auch. Ich hatte ja nur so eine Billo-Sniper, ohne Aufsatz, ohne alles. Also nichts Gutes, so ein Volvo-Ding, weißt du, so vom Krabbeltisch. Oh, warte mal. Ich warte. Mal jetzt zwei mehr zurück. Ich muss mal eben die Mission lockere Brieftasche wegmachen, die habe ich nämlich jetzt durch. Ja. Ich muss noch was mit Radioaktiv-Sachen machen. Such dir was aus und das machen wir. Ich wäre ja für schließe Vorräte, zerstören Auftrag und öffne einen Safe. Dann machen wir eins nach dem anderen, okay? Ja. Gut. Hauptsache wir machen was. Bei dem Basilisk, den schaffe ich eh nicht, weil ich irgendwie keinen Polizeischlüssel habe und ich will auch keinen mit reinnehmen. Verstehe nicht wieso. Eventuell bleibt der drinne. Habe ich so das Gefühl. Das liegt im possiblen Bereich. Schlumpy Possible. So ein Ding ist. Klingt irgendwie nach so einem Disney-Film oder. Mel! Könnt man was draus machen? Wat, und Cindy, was habt. Ah, Cindy eher nicht. Was habt ihr alle zu Weihnachten gekriegt? Erzählt mal. Eine Platte, die vibriert. Jetzt seid ihr beide im Gebüsch? Nein. Okay. Ich hab so einen Anzug. Nichts, ne, da hab ich mir bei dir schon fast gedacht. Genau wie bei mir. Ich leg auch keinen Wert auf Geschenke und sowas. Nee. Ich hab für Mutti, Fadi und mich die Rüttelplatte. Von Mutti ein bisschen Geld. Und ein Schoko Weihnachts. Ich hab mein Spielerhandbuch für D&D bekommen und viel leckeres Futter. Was ist denn D&D? Das Buch habe ich mir selber geschickt. Dungeons and Dragons. Dafür gibt es Bücher. Wir können auch Bücher schreiben und die dann verschenken oder Bestsellern machen, wo man in Warzone nicht abspringt und was man in Warzone nicht macht. Eine Tasse, eine Schüssel, 100 Euro, Krimskrams und von den Kiddies und den Bildschirm, den habe ich ja schon vorher benutzt. Ja, nice, sehr schön. Dungeons & Dragons? Muss ich nachher mal googeln, was das überhaupt ist. Wo ist hier das nächste Vorräte? Da ist eine Bombe. Gut, dann gehen wir dorthin. Ja, Fields. Ja, Field? Och. Ich will am Treppengeländer hängen bleiben. Er schießt hier. Ja, mich hat gerade einer angeschossen. Och.
Ey, das ist ein schönes Visier. Ich habe ein Thermalvisier. Streber. Das ist die eine Waffe, die ich mal mit rausgenommen habe. Dungeon and Dragon ist ein Pen-and-Paper-Spiel mit so komischen Würfeln und so. Das ist das, was ich aktuell mit den Versicherungscamper und dem Cyberman und Co. spiele. Ah, okay, okay, okay. So, runter und zu den Bomben. Wo will er jetzt wieder hin? Doch keine Ahnung. Lordi, so wird das doch nichts. Ja. Ich brauchte doch die Munition von den Leuten. Ach, wenn ADHS wieder kickt, ne? Lordi ist wie so ein Sacktüte Mücken, oder? Ja. Also nicht durch die Fenster, da weiß man doch, dass man denn hier ist, Lordi. Das ist man sowieso. hier ist nämlich ein Spawnpunkt, hier spawnt nämlich immer einer. Wusstest du das einfach noch nicht? Natürlich, ich weiß alle, die über das Spiel, hallo? Ja. War jetzt nicht so überzeugend, ne? Ich fang mal an zu schwimmen. Eventuell nicht. Ich guck mal eben erstmal rüber mit dem Wärmebild, ob da irgendwas ist. Bestimmt nicht. Irgendwas. Die haben wir sonst auch nicht, die Wärmebild drin da. Abfahrt. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Weißt du, dass die Chemikerwolke da hinten schon wieder ist? Ja, ist mir diesmal scheißegal. Danke. Schade, ich habe mich jetzt so ein bisschen Strahlung eingestellt. Mhm. Da ist noch beruhigende Handcreme hinten. Kannst du mitnehmen. Wenn du Aufträge abschließt, erhältst du Geld für Ausrüstung und Verbesserung. Oh, der hat aber ganz schöne Bremse hingelegt. Mhm. Was hat er denn für eine Waffe? Ein Spielzeugmesser für 10 Dollar hat er dabei gehabt. Er hätte gedacht, Paddy läuft ihm über den Weg. Was? Ah, guck mal, der Ofen ist an. Ein rosa Spielzeugmesser hatte der dabei. Sag ich doch, für Paddy. Einer ist ins Haus. Aua, ich hab schon wieder eine Granate am Kopf gekriegt. Was haben die denn immer gegen mich, dass die mir immer Granaten an den Kopf werfen? Ich weiß es doch alles. Ich möchte jetzt nicht verschreien, aber kann das sein, dass das in der Wolke drin ist? Nein. Okay. Das ist nämlich hinten auf dem Airport. Entschuldigung. Airport. Lassen wir mal. Überall Hubschrauber hier, ey. Aha. Mag das Visier immer mehr. Opi, nicht nach links, wir müssen nach rechts. Ja. Oh. Wer sind die denn alle? Warum tragen die alle Gasmasken? Ja, weil da die Wolke ist. Eine Festungsschlüsselkarte. Hab ich auch. Fies, was du da gerade gemacht hast.
Spaß. Gas antäuschen und dann durchs Fenster durchhüpfen. Müsst jetzt eigentlich genau am Rande des Dings vorbeilaufen. Ja. Scheiß Wolke, auf dich habe ich keinen Bock heute. Nicht. Bin ich auch so gar nicht sauer drüber. Ihr Luschen. To be honest. Yay, wie ich bin Activision. Ich muss erstmal machen, dass Autos deaktiviert werden, wenn die da reinfahren. Das Gebiet ist besonders stark. Setz deine Gasmaske auf und beeil dich. Dazu dem markierten Telefon oder was? Mhm. Ja. Eine Bombenaufgabe machen. Ach, dass du aus den 3 Meter keinen Fallschirm machen kannst. Man hat's gehört, wie die Kanickel sind so wieder gehüpft. Oh, da shootet schon wieder einer. Hier ist die Tür offen, hier ist die Tür offen. Da fährt ein Auto. Schnell rein. Oh oh. Wir wissen nicht, dass hier einer drin ist. Noch nicht. Sollen sie ruhig abhauen, die fahren nämlich gerade zum Chemiker. Na dann sollen sie, dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. So, machen wir weiter? Ja. Yep. Opi, kommst du? Ja. Sonst hängen wir dich ab. Nee. Nee, okay. So machen wir hier nicht. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Oh, da kommen NPCs. Wow. Alter, von wo? Von rechts. Ich brenne. Und willst du ich, Baby, ich brenne für dich. Was soll das? Hab ich gerade zusammengezuckt. Vielen Dank für 500 Kanalpunkte. Vielen Dank. Kannst du auch nochmal in den Chat mitschreiben? Würden wir uns auch freuen. Wir müssen runter. Runter? Wohl. Gelbe Feuerwehrautos sehen irgendwie cool aus. Ich hab's gefunden. Mach's mal an. Hallo Telefon, wie geht's dir? Ultra 1, diese Informationen weisen auf Alcatala-Vorratslager im Gebiet hin. Wir müssen sie zerstören. Du? Markiere Positionen auf der Taktikkarte. Draußen stehen welche. Ja, ein Haufen. Ach, hier ist die Bombe. Ihr müsst bei ihm shooten. Naja, ich bin gerade dabei. Ey. Ladung platziert. So. wir sollten hier raus und zur nächsten Bombe. Ja, ja. Haben noch ein bisschen Zeit.
So, jetzt haben wir die kaputt, jetzt können wir zum nächsten gehen. Yay! Fuck. Down. Ich will dich nicht ablenken, sonst sterbt ihr wieder. Ach Quatsch, jetzt sind wir gewohnt und sterben. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Die gehen gerne. Bitte was? Was? Wie ist denn der Penner hin? Jetzt ist weggepennert. Ja, der ist einfach verschwunden. Okay, dann können wir weiter. Rum auf Dach, 12 Uhr. Zickzack, Zickzack regelt. Noch eins. Ultra 1, platziert eine Sprengladung beim Vorratslager. Oder hab's so Red Nose, mein Ding. Nächstes Mal redest du nicht so laut. Nee. So was machen wir hier nicht. Alle Ultras, die Ladung ist heiß. Oh. Bereich sichern und Detonation bestätigen. Warten, bis Bumm gemacht hat, dann hingehen und Sachen nehmen. Da kommt ein Heli, da kommt ein Heli. Hat natürlich super funktioniert mit meinem Molotow-Cocktail. Super. Was macht denn der Hubschrauber da? Gegen die Hauswand fliegen oder was? Guck mal, da sitzt ein Schlumpi drin als Pilot. Okay. Oh, die stehen da drinne, oh, die stehen da drinne, oh, die stehen da drinne. Ich bin tot. Ich bräuchte mal kurz ein paar Krabbelhändchen. Mhm. Achtung, die stehen alle da drin bei den Vorräten. Ich weiß. Ich krabbel mal. Mhm. Oho. Oh. Entschuldigung, bin abgerutscht, sorry. Sagen Sie nicht alle. So impulsiv. Ich bin ja nicht alle. So, was jetzt? Den Eindruck machen. Jetzt brauchen wir Muni. Muni. Wollt ihr hindroppen? Ja. Oh, cool. Neues. Danke. Warum hast du gerade rot geleuchtet, Lordi? Wird das schon wieder aktiviert? Nichts. Jetzt die Wahrheit? Nichts. Die Wahrheit? Gott. Da will ich jetzt hin. Okay. Kriegen wir das in 1040 noch hin? Ja. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Wolltest du gerade ein 1040 melden? Irgendwo eine Karre rum? Tatsache. Oh Gott, Lotti fährt wieder. Oh. Kann man da hinten nicht rein? Ey, na? Wie ist denn da draußen? Toll! So viel frische Luft! Ja, wirst du mal richtig. Schneller, schneller! Herr Fahrer, sind wir schon da? Nee. Frau Stacheldraht, ich will dich nicht beunruhigen, auf der Ladefläche, die mir sitzt, die Büsche und fährt. Merkt man, glaube ich, auch, dass ihn hier beschwert? Vom Fass leer. Kannst du ihm mal die Zweige aus dem Gesicht nehmen, bitte? Vielleicht sieht er dann etwas besser. Ich fasse diese Gammel ihr Büsch näher, der hat so komische Maske im Gesicht. Nein! Auf gar keinen Fall. Es ist sehr irritierend, hier ohne Gurt auf der Ladefläche hinten zu legen. Es ist eher irritierend, dass der Zug neben uns fährt. Geht auch. Kartoffelsalat. Hallo. In so eine Scheibe muss man sich schneiden. Da sind noch Kisten verschlossen. Zili, vielen Dank für 1000 Kanalpunkte und deinem Kartoffelsalat. Bringst du mir jetzt Kartoffelsalat vorbei? Auf da. Naja, Lordi hat gerade eine andere Mission. Wir lenken uns jetzt nicht durch irgendwelche anderen Dinge ab. Wir konzentrieren uns jetzt bing bing auf das. Wir konzentrieren uns jetzt ding ding auf das.
FBI, open up! Nee, das war verstachelt. Meine Tür wieder. Die Briefkästen sind übrigens Mülleimer. Aua! Wir reden nicht mit Zeugen Jehovas, geh weg. So. Hat einen Kartoffelsalat im Kühlschrank. Noch einer Hunger? Ja, wann kommt der Kartoffelsalat hier an? Entweder von Zili oder von Frau Mel? Wollen wir weiter? Da draußen ist gerade, ja. Ja, gerne. Unglaublich gerne. Wie müssen wir denn hin? Wir müssen ein Haus weiter vor und den Geigerzähler holen. Ja, dann geigen wir mal. Und ich zähle. Hat irgendwer gesniped. Oh, kann ich den hier haben? Kann ich den hier haben? Geigerzähler holen. Geigerzähler. Gut. Hier sind noch zwei Geigerzähler drin, wenn noch einer von euch einen mitnehmen will. Die Kasse ist schon offen. Hä? Hä? Was? Wo ist denn jetzt mein Geigerzähler? Wie benutzt ja, der Geigerzähler? Ja, den musst du extra wirklich rau antipsen, glaube ich, denn. Das hat bei mir da beim letzten Mal auch nicht funktioniert. So. Und funktioniert schon wieder nicht. Ich kann den Geigerzähler nicht bedienen. Ich kann ihn wegstecken oder fallen lassen? Ja, ich... Keine Ahnung. Ah, hier, ausrüsten. Ich habe ihn ausgerüstet, aber ich kann ihn nicht, Wie benutzt man ihn? Ja. Ach, warte. Hab ihn. Mit G. Okay, dann... Nein. Zum... G ist es nicht. Dann ist es Leertaste. Q. Oder E bei dir. Keine Ahnung, wo du es liegen hast. Bin getroffen. Ich bin zu weit weg, sagt er. Irgendwer schießt da hinter dem Autowrack. Ja, die ganze Zeit schon. Haben wir ihn? See. Ja. Gut, dann gehen wir. Weit weg. Ja, dann wir müssen erst in den grünen Kreis rein. Ach so. Du von hinten erschossen, hast du ja kein Mitleid vor Stacheldraht? Nee. Ultra 1, hier Kommando. Du näherst dich jetzt dem Ziel. Benutze Geiger-Zähler auf das Gebiet. Wer unter direktem Beschuss? Irgendwo hier? Werde ich auch gesaved? Wenn ich suche? Ne. Ich brauch den Safe. Danke, ich bin down. Ja, ich bin, stand auch unter Beschuss. Alles gut. Wir sind schon... Hat auch noch Burgersalat. Was ist denn ein Burgersalat? Mit Burgerfleisch drin oder was? Was ist denn das Ding jetzt? Hier wird die Gefahr angezeigt. Ich hab's hoch. Hier ist Gefahr. Hier ist überall Gefahr. Hier bei mir, bei mir, bei mir. Auf Ping. Ich komm. Deck mich mal bitte. Ich werf ihm mal Muni hin. Ich hab nämlich nichts mehr. Noch mal Money. Ja, da hinter dem Grabstein liegt was. Hier. Bei mir, Leute. Habe ich extra. Wir müssen das Ding holen und müssen dann, glaube ich, hier raus bei 3 Minuten 55. Ja, so. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Hatte ich die nicht auch letztes Jahr zu deinem B-Day gemacht? Den Burgersalat? Nee, Burgerzutaten? Mit Burgerzutaten? Nee, glaube nicht.
wird es hier ist Gefahr. Besser du evakuierst, bevor die Strahlungswerte steigen. Da hab ich's. Bei mir. Komm schon. Auf Ping. Kommando an Modus 1. So. Begib dich zum Extraktionspunkt, um einen Bonus zu bekommen. Gut. Dann raus hier. Was? Wo ist denn der nächste? Ich hab doch der ist direkt bei uns. Der ist direkt bei uns. So. Ich meine doch, André hat ihn gefuttert. Echt, ja? So. Okay. Wie sieht nicht mehr? Ist schon zu lange her, Mel. Sei mir nicht böse. Da steht schon wieder ein Auto. Da stehen mehrere Autos. Ultra 1, der Feind ist alarmiert. Vorsichtig vorgehen. Hubschrauber ist gerufen. Aua. Links neben uns ist ein Radarturm aktiv. Ich hab's gesehen. Wir sollten da ganz schnell rein auf hintere Ladefläche dann. Da sniped bestimmt einer. Bin drinne? Ich auch. Wir fliegen wieder Granaten. Wurde gerade noch beschossen. Hui! Ja, der hat zu spät reagiert, der da noch gekämmt hat. Ich evakuiere jetzt mit zwei Brennstäben im Wert von jeweils 7500. Was? Schwierig. Hammer! Wenn wir sogar Glück haben, dann haben wir ganz viel erreicht. Oh, einen Geigerzähler habe ich jetzt neu. Als neuen Gegenstand. Oh, die Punkte hören gar nicht mehr auf. Meine bis jetzt größte EP-Zahl. 15.950. 21.665. Ja, du hast die beiden Aufträge dazu abgeschlossen. Die hatte ich ja schon. Ah, okay. Die beiden. Dann fehlt mir nur noch der Safe. Ja, den können wir ja jetzt machen. Heute ist die Missionsgeil, die Pro. Bitte was? Was? Was bin ich? Missionsgeil. Naja, ich bin zielfokussiert. Mhm. Zielfokussiert. Man muss ja eine Aufgabe haben, ne? Ja, richtig. Die Primäraufgabe ist Überleben. So, jetzt werden wir da mal eine Waffe gleich wieder abwählen, nämlich die gute. Abwählen. Mission bearbeiten. Die kann dann weg. Was habe ich hier? Zerstöre 6 Fahrzeuge. Die habe ich jetzt auch. Dein Waffenlager ist voll. Du kannst erst wieder neue... Okay, ich glaube, ich muss ein paar Waffen zerstören. Nimm sie einfach mit. Wenn wir nicht exfiltriert drin sind, sind die eh weg. Nee, kann ich nicht. Ach so. Na ja.
So, ich verabschiede mich, muss morgen wieder arbeiten. Viel Spaß euch noch. Gaming, vielen Dank für deine Alert-Bits. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Schlaf gut, erhol dich gut und viel Erfolg morgen auf Arbeit und viel Spaß. Morgen ist streamfrei, wir sind den Dienstag wieder on point. Johnny! Schönen Abend, schön, dass du da bist. Blue. Hi, Blue Johnny. Johnny, Blue. Nein, nein, OP, ich habe den Gedanken gesehen. Es gab keinen Workaround. Verzeihung. Jetzt kann ich keine 3 Missionen mitnehmen, weil ich zu viele Waffen bunke. Würde mich jetzt aber ankotzen. Opi, ich habe einen Raketenwerfer dabei. Möchtest du durch diese Tür gehen? Ja. Es ist Tauwetter. Yay. Warum habe ich eigentlich den Raketenwerfer mitgenommen, wenn ich die Aufgabe mit zerstöre 6 Autos? Ach. Habe ich auch. 6 Autos zerstört. Ich bin geflogen. Johnny, auch dir einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Habe ich eben vergessen. Was hat er? Er ist geflogen? Lordi ist geflogen, ja. Brech mal ab. Ja. Dann kann ich mal ein Stück Schoki. Schoki? Alleine essen macht doof und dick? Na und? Ach so. Das hatte ich jetzt nicht bedacht, dass die Antwort. Wenn du Erdbeermilka magst. Wenn ich was mag? So. Nochmal ohne Schokolade. Wenn du Erdbeermilka magst, dann kannst du ein Stück haben. Klar, warum nicht? Gleichfalls an euch alle. Von Johnny ein frohes Weihnachtsfest. Naja, ebenfalls. Vom Grinch. Da ist er wieder. Kann ich ja morgen ist ja streamfrei, kann ich ja die ganze Weihnachtssieger aus dem Stream wieder rausnehmen. Er ist hier vorbei mit lustig. Da ist wieder der harte Alltag angesagt. Na, endlich. Diese Wattebäuschen-Schupferei, die war ja nicht auszuhalten. Nee, ne? Also nee. Wirklich, also. Oh. Pack mal wieder die Peitschen aus. Was? 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 Ach, du hast deine weggepackt? Ach so. Nee, nee. Hast du Weihnachten zelebriert oder bist du auch so ein kleiner Gönsch, Johnny? Hast du was Schönes gekriegt zu Weihnachten oder hast du was verschenkt? Ja, ihr habt leckeres Weihnachtsessen, so wie bei Lordi, der immer noch einen dicken Waschbärbauch hat. Ey, hör mir auf, das geht morgen weiter, ey. Und du wirst ja nicht zum Essen gezwungen. Ist ja nicht so, dass du am Stuhl festgebunden wirst, einen Trichtermund kriegst und dann die Alarmfahrt. Ich wollte gerade sagen, klar. Du brauchst ja nicht partizipieren. Gesundheit. Morgen um eins ist das wieder große Futtern angesagt. Da gibt es Hirsch, Rinderbraten, gebratener Braten. Was? Ja, das ist, wenn die Scheibe nochmal durch, nachdem es im Ofen gegart wurde, nochmal durch die Pfanne gezogen wurde. Aha. Dann gibt's noch Dürrferdener Schnittchen. Gebratener Braten, ich habe gelernt, eine doppelte Verjahung heißt nein. Also ist er roh. Dürrferdener Schnittchen ist Schweinemedaillon mit Käse. Ja, ein Tumor Fehler. Hinter dem linken Auge. Und du? Wie, du hast einen Tumor hinter dem linken Auge, Johnny? Hä? Moment mal. Da war gerade ein Fehler bei mir. Ich habe aber keine Ahnung, was für einer. Ein fehlender Fehler? Nee, ich bin zwar noch im Trupp, aber irgendwie habe ich einen Error gehabt gerade. Willkommen in Almazra. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für neue Missionen und Ziele. Rechnet mit Widerstand lokaler Einheiten. Achtet auf andere Söldner im Gebiet. Okay. Was steht Lordi? Ja, Frau Stacheldraht ist nicht da. Nee. Können wir gleich wieder rausgehen, wa? Ja. Abbrechen oder Punkt suchen wegen der Waffen? Punkt suchen. Ja, Punkt sucht. Ich such deinen Punkt. Bei mir sucht der Boden irgendwie. Die ist da und doch nicht da. Die Frau schwebt in der Zeit wie in der Blase in der Luft. Der Fußboden spinnt bei mir schon wieder. Ich habe Befürchtung.
spring doch nicht über mich rüber, weil ich gerade Sachen einsammle. So lootgeil geworden, der Typ. Richtig André. Geht nicht ums lootgeil, das geht darum, dass ich den dahinter laufen hab sehen. Wo ist denn jetzt hier so ein schäbiger Ausgang? Hier, guck mal. Da ist gleich einer. Ist auf Ping, Lodi? Ich arbeite mich zu dir vor. Dann ihr Lappert. Komm, nachladen, danke. 130 Schuss an der Waffe. Ich muss die erst modifikatieren. Mit der AK bin ich leider noch nicht so weit. Noch nix. Was tut das? Was? Okay. Ultra 1, hier Dino 4. Wir kommen jetzt zur Landezone. Ach, noch 2 Kilometer. Ja, das ist über die Hat. In der Luft sind doch 2 Kilometer nix. Ach, das ist Zeit, ich futter mal eine Banane. Gönn dir. Wow. Bleib bei mir. Wir sind bereit. Sofort zum Evakuierungspunkt begeben. Dankeschön. Hier Dino 4. Alle Ultra sicher. Verlassen das Einsatzgebiet. Ultra 1. Schließe auf den Garten, um Verbesserungen kaufen zu können. Den konnte ich ja nicht noch stehen lassen. Der musste dann noch weg. Der schnellste Einsatz, den wir hier hatten. Es gibt sogar extra eine Karte. Karte. Village Airport, wo überall so ein Safe sein kann. G4, F4, G6, F6, E2 sind 2. Wo gibt's die Karte? D2, 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 C4, wo gibt's die Karte? D3. Im Internet musst du einfach nur eingeben, Saves und dann... Das ist ja zu leicht. Warzone 2 DMZ-Tresorstandorte. Ah, sowas gucke ich aber nicht nach. Entweder ich finde die oder ich finde sie. Da sind wir wieder. Der Sommer wieder. So, probieren wir es nochmal. Wo sind sie? Ach, brauche ich noch 15 Minuten. Der war kacke. Dann nehme ich die Kastoff so nochmal mit. Ich habe einen von 6 Fahrzeugen zerstört. Na, immerhin. Der LKW stand da so um die Ecke, der hat so nach einer Rakete gefragt, irgendwie. Nimm mich, was? Gib mir die Rakete, gib sie mir. Klingt falsch. Vater!
Mir ist so kalt. Kennt keiner von euch, ne? Mit dem Fisch. Macht mir nichts, nee. Ziemlich. Heute ist wieder der Wurm drin. Der Wurm? Der Wurm. Ach Gott, ey. Meine Güte. Der kann uns auch nicht mehr helfen, du. Meinst nicht? Nee. Er soll so ein tuffier Typ sein. Kannst du nur Beelzebub anrufen. Beelzebub. Der ist vielleicht noch in der Lage. Ich freue mich aber doch wieder auf die Rouladen morgen. Mhm. Und aufs Dörfherdener Schnittchen. Was auch immer das ist. Schweinemedaillon gefüllt mit Käse in der Mitte. Aha. Ist richtig lecker. Alles mit Käse ist lecker. Und dann immer dann schön die Bratensoße darüber träufeln. Oh. Hörst du jetzt bitte auf? Ich glaube, ich muss Leute gleich muten. Sind sogar bei Rohan, Eul. Gesundheit. Hier gibt es 3 Saves bei... Nee, sind wir gar nicht. Wir sind in der Nähe von Tarak Village. Bo, da gibt es ein Save bei Tarak Village. Mach doch diese scheiß Internetkarte aus, Lodi. Also spielt Spaß und Spannung schon wieder weg. Vor allem stimmt die nicht übereins, wenn ich bei B5 gucke, dann Alter! Chili! Haben wir einen Plan? Stell dir vor, du sitzt im Kühlschrank, wenn dir kalt ist. Chili, vielen Dank für 500 Kanalpunkte! Johnny, wieso hast du einen Tumor hinterm Auge? Gab's ihn zu Weihnachten? Also die Diagnose zu Weihnachten oder was? Oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Irgendwo zwischen Rohanöl und Almazra muss ein Safe sein. In irgendeinem Haus. Bei C4. Was hast du denn jetzt mit deiner Safe-Karte auf ihn mal? Ah, da hinten steht noch einer. Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner... Ja, aber es gibt 2 in der Halle. Ich habe es gestern erfahren. Ach du Scheiße. Würde ich mal Jens lieb gedrückt, Johnny. Das hier fällt mir überhaupt nicht, so eine Nachrichten zu Weihnachten. Generell so eine Nachrichten nicht. Dann reißt du dich so traurig, wie das halt in unsere kranke Fraktion mit ein, ne? Mit Humoren und so. Würde ich mal Jens lieb gedrückt, Johnny. Ist der irgendwie heilbar oder operabel? Verzeih mir meine naive Nachfragen, ich kenne mich damit wirklich näher aus. Ist da irgendwas machbar oder? Mm-mm. Kennt sich von euch hinaus mit dem Tumor hinterm Auge? Nee, ne? Negativ. Aua, ey, Moment mal. Ich könnte meine Handgranate brauchen, um ein paar Autos zu zerpflücken. Mittlerer Rucksack, hallo. Ich brauch Muni. Ich werfe uns da jetzt mal eine Munitionsbox her. Mhm.
Kontrolle und 6 Wochen zur Kontrolle. Ich drück die Daumen. Ich drück die Daumen, Johnny. Jetzt sind Nachrichten, die will man nicht zu Weihnachten haben, wa? Beziehungsweise die will man halt generell nicht haben, aber zu Weihnachten ist das schon echt derbe, ne? Schon echt derbe, sowas. Hier sind noch 2er-Plattenweste, Opi. Bei der Molly. Dankeschön. Yay, selbst Wiederbelebungskit gefunden. Na, brauchen noch irgendwie eine 2er-Platte? Nee, hab. Dafür musst du dich nicht bedanken, Johnny. Das ist Ehrensache. Das ist absolute Ehrensache. Aber momentan kriegt jeder irgendwie so ganz böse, negative Informationen und Diagnosen vom Arzt. Ich trau mir ja nicht zur Kontrolle nächste Woche zu gehen. Trau mir ja nicht hin. Ohne Witz jetzt, ne? Bei jedem wird momentan irgendwas gefunden. Nee, ich geh da nicht hin. Ich möchte nicht. Nö. Habt ihr schon die Lagerhalle davor schon komplett durchsucht? Mhm. Ich bin hier neben meinem Haus drin und suche Handgranaten, um Autos zu zerkloppen. Soll ich dir einen Raketenwerfer hinlegen? Kannst du gerne machen. Da liegt eine Splittergranate und C4 bei mir. Warte, ich markiere mal die Kiste. Nice. I'm on the way. Weißt du, wenn du sowas suchst, findest du nichts. Wenn du nicht brauchst, findest du dann jeder Ecke. Noch irgendwer einen mittleren Rucksack? Nee, danke. Da drinne? Opi? Nee, ich hab schon ihn. Obwohl. Oh, ich langsam mal einen Shop, ey. Mein Inventar ist voll. Warte, ich gehe gleich zur Tür. So. Zählt bei Fahrzeugen auch Boote? Ich weiß es nicht. Ich sehe aber ein Quad, was ich gerade zerschießen kann. Zählt ja für euch, glaube ich, auch mit, ne? Ja, es ist egal, wer es zerschießt. Das Den warte, denn warte mit dem Quad. Warte, warte bitte. Darf ich jetzt? Nein. Bin ich schon da? Ich weiß nicht, welche Nummer du hast. 1 ist hinter mir. Ich bin wieder mal blau. Ich bin bei dir. Achso, bist du diesmal 3. Warte mal, steht hier noch ein Auto rum? Hier rechts nee. Steht... Doch, hier rechts steht noch ein Quad. Da. Und noch ein LKW. Vorher markiert. Da. Weil du mal den LKW, dann hol ich mal das Quad. Ist der Quad markiert, wo ich vorstehe? Ich hab den Quad markiert, wo ich vorstehe. Doch nicht. Ist der LKW da hinten? Hä? Da ist der LKW. Wir sind gleich wieder da, Frau Stachelchen. Mhm. Halten Sie die Stellung, bitte. Okay, ich halte. Nicht. Bin down. Wie hast du das hingekriegt? Da stehen 3 Leute vor mir, halt's Maul. Da kann ich das riechen. Na, frag doch nicht immer so doof, als ob ich nix können habe. Was ist los mit dir? Schlägt dir das heute auf den Magen. Bisschen. Ja, merk ich.
Wie hast du denn das geschafft? Na, erschossen worden. Sind doch hier hinten gestartet. Wie können denn hier auch mal Leute sein? Einfach aus dem Boden geploppt. Wie zur Pilzsaison. Wie war das gestern? Wir müssen im Radius bleiben, sonst spawnen die nach. Wir waren aus dem Radius raus. Mehr als etliche Kilometer, Lori. Ich frage für meinen Kühlschrank. Ja, irgendwas war da. Ich kann mich da ganz, 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 ganz vage dran erinnern. Drei Leute, sagt er. Hier ist ein ganzer Spielmannszug. Bei mir standen drei Leute nur vor mir, Lori. Braucht ihr noch Hilfe? Oder soll ich auf die Autos aufpassen? Pass mal auf die Autos auf. Jawohl. Etü. Bei dir so, Frau Stacheldraht? Ja. Ja. Die Reifenprofiltiefe kontrollieren da. Ja. Könnte ein bisschen besser sein. Am blauen Container kommt schon wieder einer, Lori. Gut, jetzt kann ich dich nicht mehr warten, weil jetzt liegt nur noch mein Brustkorb. Du bist noch nicht tot, los! Dankeschön! Gut. Ding, 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 ding. Alter, ist das hier verwinkelt. Ding. Drin! Bin drinne am Drinski. Hab C4 bei. Darf ich mein C4 schmeißen? Schmeiß das mal aufs Autodach. Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Werf eine Granate! Wie zündigt das jetzt? Ich hoffe, du stehst da nicht mehr. Nee, aber wie zündigt denn jetzt mein... Ah, mal mit derselben Taste. So, seid ihr jetzt glücklich? 5 von 6 zerstört. War alles erwischt? Ja. War eins fehlt noch. Wo ist denn das andere hingeflogen, das andere Quad? Da waren doch zwei. Das noch. Lol. Scheiße. Fahrzeug zerstört. Hat das gezählt? Jo. Ja. Ja. Nice. Ich schmeiß mal Muni. Munition hier! Lager! So, ne? Entweder raus oder irgendwo ein Safe suchen. Raus, weil ich würde dann langsam Schluss machen wollen und bei euch noch zugucken wollen, weil ich würde gerne was zu essen machen. Mein Nacken ist ein bisschen auer. Miss Gwen, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wie ist dir, Kleiner? Hallo. Gefüttert und selbst. Na, ich werde auch gleich was futtern. Aua, aua.
Denn wird gleich im DMZ ein Plätzchen frei, falls die Damen und Herren hier noch weitermachen. Und du Lust hast mit deinem vollgefutterten Bauch. Wir sind heute auf Missionstour. Heute wird missioniert. Stirb doch! Na, wie viel frisst der denn? Sage mal. Ist leider nicht zu Hause. No, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Na dann. Komm ich denn hier jetzt wieder raus? Ah, hier ist die Tür. Spieler. Scheiße, ich bin am Nachladen. Oh, fuck. Sind die bei euch drinne? Ja. Der kam vom Dach runter und hat mich hier abgeschossen. Kann erst morgen wieder. Morgen ist streamfrei, aber ich werde trotzdem da sein. Gwenny, ihr musst in den Discord gucken. Please. Ey, da wirst du keine Stream-Benachrichtigung bekommen, weil Montag und die Donnerstag, der ist immer frei, war so. Geradeaus bei dir. Ich, wie viele waren das? Einer oder zwei? Zwei waren's. Einer war down, also, und der zweite kam mit der Pumpe vom Dach gehüpft. Mein Problem ist die Munitionsknappheit. Zwei Magazine habe ich noch. Mehr Glück beim nächsten Mal. Tut mir leid, dem musste ich jetzt die Rakete im Kopf jagen. Ich habe keine Platte mehr. Mhm. Das ist scheiße. Dann zieh dich da weg. Kommst du nicht oben rum irgendwie aus dem Fenster raus mit dem Fallschirm? Mann, du verkackter NPC, Alter. Geh Gulasch fressen. Die Panzerungskiste hört sich gut an. Nein. Munition, danke. Ja. Das wird schon wieder. Aua. Mach die Tür zu, notfalls. Naja, da ist keine Tür. Das ist eine gepanzerte. Ja, komm hier hinter. Ne, nicht dahinter, hinter hier. Hinter hier. Nicht hinter da, hinter hier. Okay, der war gut. Spucke drauf, du kommst durch. Mach Spucke drauf. Geht wieder. Los. Keine Sorge. Deck mich ab. Hier ist Rektor, Kampfgeist. Oh, bin da. Dankeschön. Oh, was für ein Stress, ey. Ich brauch Munition. Run, nicht looten, run. Panzerungskiste kann ich schmeißen, aber ihr wird mir langsam zu voll mit den ganzen LKWs. Hm? Hier, Panzerungskiste. Fällt eure Platten auf. Und Munitionskiste gleich daneben. Nice.
So. Ab und raus. Aber mein Mark ist jetzt verschwunden, ne? Danke. Das ist aufregend immer wieder. Oder? Hält doch mein armes Herz nicht aus. Ich wollte den Typen verhören, ne, den ich gedownt habe, aber ich wusste nicht, dass hinter uns noch einer vom Dach mit einer Pumpe kommt. Ja. Feind auf! Hier schon wieder. Hubschrauber ist hier rufen. Gut. Wolf 1, Dino 4 unterwegs zur Extraktion. Noch 2 Kilometer. Eine Sonnenbrille habe ich gefunden. Kannst du jetzt eh noch Mr. McCool machen. Oh, scheiße. Spieler? Nein. Hier ist eine Gasmaske. Hat er. Wurscht, ist das gleich da. So. Hubschrauber ist im Landeanflug. Dino 4 beim Evakuierungspunkt. Achtung, wir können hier nicht. Hubschrauber ist da. Sitze. Liege. Zielobjekte und Personal gesichert. Kehren zur Basis. Bis hier so manchmal abhebt, ne? Ja, ja. Das liegt daran, weil es so viel Essen gab. Der braucht ein bisschen, bis er mich hochkriegt. Ah, Zimti hat jetzt die Aufgabe mit den Sachen. Ja, mit den Stims und mit den Bandagen, ja. Hm. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich dir Bandagen mitgenommen. Ach, ich habe einen großen Rucksack gefunden. Geht nebenher, das passt schon. Yay! 2 Schlüssel habe ich mitgenommen. Ja, nice. Und einen großen Rucksack von dem einen, der ist bestimmt richtig am Kotzen. Ich habe nur leider seine 3er-Weste liegen lassen. Ich hätte sie auch noch ganz gerne mitgenommen. Ich sehe jetzt, brauche ich den Raketenwerfer erstmal nicht mehr mitnehmen, aber der hat bestimmt gekotzt, der hat sich gerade wiederbelebt und kriegt die Rakete vor deine Fresse. So. Ja, schlechten Tag erwischt, hätte ich gesagt, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Aus hier. Hafenarbeiterschlüssel. So, Kinders, Stream ist für heute Feierabend. Wir machen heute ein bisschen früher Schluss. Schlumpi hat Hunger und ein bisschen Nackenschmerz und ein bisschen lustlos und Konzentrationsschwäche und Morgen ist Stream frei. Macht euch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Macht keinen Blödsinn. Lodi ist morgen sowieso wieder im Fresskoma. Wir sehen uns am Dienstag. Gewohnte Stelle, gewohnte Zeit. 20 Uhr. Bis dahin baut keinen Blödsinn. Mel für dich gedrückt. Wir sind raus. Tschüss, bis Dienstag. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.